Hallo an die DSL-Empfangsgeräte dort draußen. Ihr wisst, in unseren Videos seht ihr immer wieder innovative E-Bikes mit dynamischem Design und wie man im Jahr 2017 einen Bosch-Akku fast komplett in einem Mountainbike-Rahmen integrieren kann. Das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Heute zeigen wir euch einen Prototypen von Moustache, einer kleinen feinen Schmiede aus Frankreich, das Samdi 27 Trail 8. Und das ist das erste Rad, das einen speziellen Rahmen bekommen hat, der den Bosch-Akku fast komplett aufnimmt. Geschaltet wird mit der 11-fach SRAM GX, das ist also eine der neueren Schaltungen, die hier verbaut ist. Und mit der großen Anzahl von 4610 kann man hier gerade mit dem CX natürlich extreme Steigungen auch bewältigen. Das Rad ist ein 27,5 Zoll Rad mit der Plus-Bereifung, hier in dem Fall nicht mit den ganz dicken 3 Zoll Reifen, sondern 2,8 Zoll von Maxxis. Das ist ein sehr, sehr gesunder Kompromiss zwischen den etwas dickeren 3 Zoll und den normalen 2,1 Zoll. Am Trail 8 ist der bekannte Bosch Performance CX Motor mit knapp 80 Nm Drehmoment verbaut und natürlich der 500er Akku. Der Akku ist die Besonderheit an dem Rad, denn er sitzt hier im Rahmen drinne und wird staub- und schmutzgeschützt von dieser Kappe, die hier oben eingerastet wird. Der Rahmen ist grundsätzlich ähnlich geblieben wie in 2016. Natürlich wurde das Ganze angepasst am Hinterbau und an der Gabel auf die etwas dickeren Räder. Und was wir hier in diesem Prototypen noch haben, ist natürlich die falsche Gabel. Hier ist noch eine Pike drin. Da kommt nachher eine andere Gabel rein. Aber grundsätzlich wird das Rad fast so erscheinen, wie es hier steht. Weitere Besonderheit ist die Vario-Sattelstütze mit einem innenverlegten Zug von TransX. Die können wir hier schön am Lenker an der Remote verstellen. Und ansonsten sitzt hier am Lenker das, was wir von vielen anderen Rädern auch kennen. Das normale Intuvia-Display und die Remote. Vom Gewicht her sind wir bei dem Alurahmen bei knapp 22 Kilo. Und wer es dann noch ein bisschen leichter haben will, der greift zur Carbon-Version. Dann haben wir ungefähr 1,1 Kilo noch mal weniger. Das ist dann das Trail 9. So, und wie sich das Ganze jetzt im Gelände anfühlt, das sehen wir jetzt mal in ein paar Fahraufnahmen. Mittlerweile hat sich das schöne Wetter komplett verabschiedet. Es fängt an zu regnen. Das Moustache hat einen guten Dienst geleistet. Der Luftdruck war heute ein bisschen zu hoch. Den müssen wir ein bisschen reduzieren, damit es hier schön weich über die Wurzeln gleitet.
Und an dem Prototypen an sich hat nur genervt, dass der 3D gedruckte Deckel des Akkus noch nicht richtig sitzt. Also das muss natürlich in der Serie dann deutlich besser werden. Ansonsten kann man sagen, tolles Bike, sehr ausgewogen, für viele geeignet. Und das kann man schon mal als Zwischenfazit stehen lassen.